Polizeieinsatz bei der Votivkirche. Einer der Flüchtlingssprecher ist gestern Abend festgenommen worden. Gegen ihn liegt ein rechtskräftiger negativer Asylbescheid vor. Über den Mann ist mittlerweile die Schubhaft verhängt worden. Aus Solidarität haben am Nachmittag vor der Votivkirche wieder Dutzende Menschen für ein Bleiberecht der Flüchtlinge demonstriert. Legaler und sicherer Aufenthaltsstatus für alle und Protest gegen polizeiliche Repression. Auch in Wien fällt der europaweite Aufruf für einen transnationalen Migrantenstreik auf fruchtbaren Boden. Seit 2,5 Monaten harren die Flüchtlinge in der Votivkirche aus. Wir fordern Menschenrechte für alle, für Staatsbürger und für Fremde, sagen sie. Wir wollen als Menschen behandelt werden. Bei einer Kontrolle greift die Fremdenpolizei gestern Abend einen 33-jährigen Pakistani auf. Der Mann ist wiederholt als Flüchtlingssprecher aufgetreten. Andere Asylwerber flüchten in ein Uni-Institut. Es kommt zu lautstarken Protesten. Über den Pakistani wird heute die Schubhaft verhängt. Also ich denke, dass die Angst natürlich wesentlich größer ist jetzt bei den Flüchtlingen in der Kirche. Und wir sind sehr enttäuscht und empört darüber, dass gestern von Seiten der Polizei eine Eskalationsstrategie hier gefahren wurde, dass Jagd auf Flüchtlinge gemacht wurde rund um die Votivkirche. Wir glauben an politische Lösungen, nicht an Lösungen durch Gewalt. Was viele Flüchtlinge auch schockiert ist, dass es keine Bereitschaft zum Dialog gibt von Seiten der Innenministerin. Die Flüchtlinge haben den Schutz der Kirche. So hat es der Kardinal gesagt und davon ist auch auszugehen. Und wir hoffen trotz aller Schwierigkeit auf einen friedlichen Weg. Bleiben oder gehen, die Verunsicherung unter den Flüchtlingen ist groß. Das Ziel der Gruppe, geschlossener Umzug verbunden mit einem Bleiberecht, ist offenbar in weite Ferne gerückt. Schon wieder haben Bauern...